Lukas Jäger, zweites Testspiel, erster Testspielerfolg, 2:1 gegen NK Bravo. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, ich denke, wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Also gerade in der zweiten Hälfte haben wir auch sehr viele Chancen noch gehabt, zum mehr Tore schießen. Aber wir sind, denke ich, zufrieden und haben ein gutes Spiel gezeigt. Wie du sagst, es hat einige gute Momente gegeben. Hat es dennoch auch Phasen gegeben, die man besser machen kann? Welche Punkte konkret dann auch? Ja, das gibt es natürlich immer. Ich denke jetzt, gerade am Schluss haben sie zwei Chancen gehabt, da sind wir ein bisschen zu leichtsinnig gewesen, haben es ein bisschen unterschätzt vielleicht und das darf uns nicht passieren normal. Wie war es auch bei diesen Temperaturen da zu spielen? Es war ja nicht gerade kalt. Nein, aber ich finde, heute ging es besser wie gegen Ferencváros. Da war es noch ein Tick heißer und hat schon passt so. Christian Ilzer, zweimal in Führung gegangen, am Ende auch verdient gewonnen. Wie sehr hat dir das heute gefallen, was du da gesehen hast? Ja, ich glaube, der Sieg war dann verdient. Wir haben ein paar richtig gute Chancen dann noch liegen lassen, zweite Halbzeit. Aber zum Schluss dann auch eine große zulassen. Also von dem her, ja, sind wir froh, dass wir einen Sieg haben vom Ergebnis her. Ich habe einen sehr guten Beginn von uns gesehen, haben uns dann auch mit dem 1:0 belohnt. Dann auch sind wir ein bisschen, haben uns zurückfallen lassen, nicht mehr dieses hohe Tempo gespielt wie am Beginn. Aber es waren viele Situationen dabei, die mir schon sehr gut gefallen haben, wo die Jungs das auch umgesetzt haben, was wir jetzt in den intensiven Trainingseinheiten auch trainiert haben. Und von dem her war es ein absolut positiver Test. In der ersten Hälfte hat das Spiel relativ ausgeglichen gewirkt. In der zweiten Hälfte hat es meiner Ansicht nach klare Vorteile für Sturm gegeben. Woran kann man das festmachen? Ja, ich glaube, NK Bravo hat auch gegen Red Bull Salzburg 2:2 gespielt. Hat man schon gesehen, dass sie, wenn sie in der Bestformation spielen, dass sie richtig Qualität drinnen haben. Wir haben sehr kompakt und vor allem sehr abgestimmt agieren müssen gegen den Ball, damit wir das gute Positionsspiel dann unterbinden haben können. Haben dann auch durch den Beckham dann einen super Ballgewinn gehabt. Da hat man dort schon die Chance gehabt, auf 2:0 in Führung gehen. Aber da haben wir schon einen sehr geschlossenen, guten Auftritt gebraucht in der ersten Halbzeit, um da dann auch zu Chancen zu kommen, beziehungsweise um auch wenig zuzulassen. Und zweite Halbzeit haben wir dann, wir genauso wie NK Bravo, komplettes Team durchgetauscht und da haben wir dann mit unseren jungen Spielern schon Vorteile gehabt. Aber wir müssen aus diesen wirklich guten Möglichkeiten dann als Tor machen, weil zum Schluss kann man dann auch die Partie noch, kann NK Bravo ausgleichen. Der Test gestern hat ja abgesagt werden müssen. Jetzt hat man schnell einen Ersatzgegner finden können. Wie wichtig war es, dass man im Rahmen des Trainingslagers einmal testen kann? Ja, extrem wichtig, weil wir wollen natürlich das, was wir jetzt in Trainings und so arbeiten, dann auch im Spiel, in einem Wettkampfspiel gegen einen Gegner umsetzen. Und nachdem das gestern abgesagt worden ist, sehr kurzfristig abgesagt, hat uns die Camp-Organisation sehr schnell diesen Gegner aufgestellt. Und das war wichtig für uns und natürlich auch von der Organisation ein Kompliment, dass das so schnell geschafft haben.